Sender. Und ich bin jetzt einfach mal ruhig und sage: Herzlich willkommen, Tarek Al-Sami! Gegangen, mal gucken, da hinten vorne was aus der Haube raus. Irgendwas hat danach gegeben oder ist irgendwo. Okay, also das hat das Kabel durch die Fliehkraft, hat das Kabel aus der Kabinenhaube rausgedrückt. Da muss man natürlich mal nachgucken, dass der Akku richtig fest ist, weil das sind Beschleunigungen, da reden wir über 15, 20 G, also das 20-fache der Erdbeschleunigung. Also wenn da eine Ameise drin ist, ist es Matsch danach. Und wenn dann so ein Stecker raushängt, dann kann es passieren, dass durch die Beschleunigung er sich einfach rauszieht. Und das ist natürlich doof. Das will keiner. Deswegen gucken wir nach, warum dieser Stecker aus der Haube geflogen ist, und dann geht es weiter. So, Karte ist wieder drin, alles wieder gut, weiter geht's. Teil 2, Tag. Der weiß, Tarek hat immer ein Backup hin dabei, falls er einen zerstört. Sollen wir den Akku auch noch mehr machen lassen, was meint ihr? Tarek Yeah.
für die Teilung. Let's go! Wir sind alle gleich in der Form, wir müssen sich angucken. Das ist mehr als Winter, aber wir sind alle. Wow! Die Faust hat ihn schon wieder das Kleine. Jetzt am Denkwaffel. There's not a chance to get to know more, Tyler. Hello! Get the shot to me. Tyler McFarlane, ladies and gentlemen! Ach, das hat alle Zufälle wieder lassen. Jetzt bis halb zwei, dann kommt die Music Freestyle Competition, wie gesagt. Da brauchen wir das Publikum für zur Bewertung. Und wir werden Tarek sicher heute noch öfter sehen. Wir haben einige Superstars hier. Keine Ahnung, aus den USA. Ich hoffe, das wird das Schlusswort. Jetzt, wie gesagt, bis halb zwei einfliegen, dann die Music Freestyle Competition. Um 3 Uhr. Ich stehe zur Competition. Auf Gott,